Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Interview hier auf diesem Kanal. Ich freue mich wieder ganz besonders, die liebe Susanne Lora hier, auch wenn es nur online ist, digital, neben mir sitzen zu haben. Hallo liebe Susanne, herzlich willkommen. Ja, ich freue mich, liebe Silke. Ich habe mich sehr stark auf dieses Interview wieder gefreut. Wir haben ja schon ein paar Interviews gemacht und ja, auch wenn wir manchmal nicht so vorbereitet sind, wir wissen oft uns gar nicht so, was uns da erwartet, ja, aber meistens kommen wir da ja sehr gut klar miteinander immer, ne? Ja, also ich wertschätze das auch immer sehr, die Themen mit dir mal ein bisschen genauer zu betrachten, auch dich auf deinen Plattformen zu verfolgen. Du bist auf YouTube, ja, auf Telegram und Facebook und hast eine Website. Das werde ich auch alles unter diesem Video verlinken und im ersten angepinnten Kommentar. Deine Themen sind, also du sprichst hochsensible Menschen an, vor allem auch hochtoxische Strukturen im Kleinen wie auch im Großen, kann man auch zumindest auf deinem YouTube-Kanal finden. Das finde ich immer wirklich sehr, sehr bereichernd. Du veröffentlichst jeden Sonntag Videos mit aktuellen Themen, die wirklich ganz nah am Zeitgeschehen sind, die auch vielen, vielen Menschen weiterhelfen. Ja? Du arbeitest ja auch schon lange, du hast viele Jahre schon Menschen beraten, im Kleinen wie auch im Großen, in Firmen, hast mit Mitarbeitern gearbeitet, aber jetzt in den letzten Jahren vor allem Menschen, ne? Also privat, die in hochtoxischen Strukturen verflechtet sind. Da kannst, sagst du immer, du hilfst in wenigen Sitzungen, die Menschen sich da zu befreien, ja, eben auch bewusst zu werden. Ne? Ja, weil wir haben halt, ich sage immer, wir haben wenig Zeit und du hast jetzt nicht mehr die Zeit, da über Jahre therapeutisch zu denken, sondern wir müssen schauen, dass wir Menschen in ihr Potenzial kriegen. Ja, es ist auch schon ein bisschen abgegriffen, Potenzialwachstum, aber du weißt, was ich meine, ja, die jetzt in dieser Krisenzeit wirklich auch fähig sind, ein Ruder zu übernehmen, wenn irgendwas absäuft. Ja, und da bin ich eben dran. Ich habe jetzt nicht nur Privatleute, also Gott sei Dank darf ich auch da mitarbeiten, wo ja Multiplikatoren unterwegs sind, also Leute, die wieder mit anderen Menschen zu tun haben, weil meine Intention ist immer ein bisschen, dass die, die eh schon eine Fackel in der Hand haben, dass ich da deren Feuer entzünden darf und die wieder möglichst schnell andere damit anstecken, also mit diesem Licht. Ja, also dass das ein Selbstläufer quasi wird. Ja, ich wertschätze deine Arbeit auch immer sehr, deine Videos, du schreibst ja auch Gedichte, also zu jedem Video gibt es ein Gedicht und auf Telegram, also ich verfolge dich vor allem auf Telegram, da schreibst du auch manchmal Texte, so Abendgedanken, die wertschätze ich auch immer sehr, wo du dann auch Begegnungen in Texten verarbeitest, deine Wahrnehmung, also es ist wirklich fantastisch, also spricht mich persönlich total an und ich bin ja mit dem heutigen Thema auf dich zugekommen, weil mich das schon länger beschäftigt, weil ich das auch immer wieder lese und da habe ich dich gebeten, Mensch Susanne, lass uns dazu einfach mal ein Video machen, einfach mal unsere Gedanken dazu. Und zwar kann man ja oft in ja, spirituellen Kreisen, wenn es um das aktuelle Zeitgeschehen geht, was kann man ändern, was kann man tun, kann man oft lesen, ja, ihr müsst eure Schatten aufarbeiten. Und dann wird wieder alles gut, dann wird wieder Licht und Liebe, ihr habt auch Böses, Toxisches in euch und wenn ihr das aufarbeitet, dann wird wieder alles gut. Und dann denke ich, ich resoniere damit gar nicht, weil ich einfach auch ein ganz anderes Bewusstsein dazu habe, was in mir ist und was nicht. Und dann denke ich immer, ich fühle das gar nicht so. Klar, es geht ja jetzt auch bei diesen Schatten, habe ich das Gefühl, nicht darum, seine Traumata aufzuarbeiten. Jeder hat ja in seinem Leben kleine oder größere Herausforderungen, auch gewisse Traumata, Emotionen, die hochkommen, die aufgelöst werden dürfen. Aber ich habe bei manchen Texten gar nicht das Gefühl, dass es darum geht, sondern wirklich um das Böse, um das Toxische, das in jedem ist. Und das, wenn das jeder aufgearbeitet hat, dann wird die Welt ein wahres Paradies. Und da habe ich gedacht, das möchte ich mit Susanne mal genauer beleuchten, weil du das nämlich auch ab und zu in Videos mal irgendwie mal erwähnt hast oder auch in Texten und da habe ich gedacht, du bist die beste Ansprechpartnerin, dass wir das mal aufdröseln, dass wir das mal differenzieren und einfach da mal genauer hinschauen und da möchte ich gleich mal an dich abgeben, liebe Susanne, wie du das siehst, wie dir das begegnet auch. Also ich weiß genau, was du meinst, weil da wird ganz viel mit diesen Werkzeugen momentan gearbeitet. Da können wir ja nachher mal drauf gucken, warum ist das so. Prinzipiell können wir ja man kann jetzt nichts Negatives über Schattenarbeit sagen, weil eigentlich fußt es ja auf C.G. Jung, ja, der mit dem Licht und Schatten verschiedene Konzepte entwickelt, die auch sehr, sehr spannend und sehr interessant sind. Ja, hat er mit dem Unterbewusstsein und mit den Archetypen, hat er ja da sehr viel ausgearbeitet. Aber das Schlimme ist ja, dass bestimmte Energien, lass mich es mal ein bisschen neutral noch formulieren,
sich dieser Bausteine eines C.G. Jungs oder der Schattenarbeit bedienen. Die nehmen die quasi mit, wie so kleine Ziegelsteine, bauen da jetzt ein Mäuerchen mit, was so pseudowissenschaftlich jetzt schon mal auf Fundamenten steht. Dann bauen sie ihr eigenes Steinmaterial mit ein, ihre eigenen Konzepte, ihre eigenen Agendas, das, was sie unter die Leute bringen wollen, noch ein bisschen verschmiert mit ein bisschen eigenem Mörtel. Und schon haben wir da ein Gesamtkunstwerk, in Anführungszeichen, ja, was den Leuten gefüttert wird, wo wir die in eine Richtung reinführen und oder manipulieren, die sie apathisch macht oder auch aus ihrer Bedrohlichkeit, dass sie was agieren könnten oder aktiv werden könnten oder was verbessern wollten, ja, rausführt. Weil das ist wie eine, Silke, das ist wie eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, weil wenn ich die alle zurückschicke und sage, oh, ihr habt alle Schuld und oh, ihr müsst an euch arbeiten, weil da gibt es Schatten bei euch und die müsst ihr mal ein bisschen angucken, ja, dann stelle ich ja schon mal die Leute ruhig, weißt du? Die können nicht über sich rauswachsen, weil so, solange sie in ihrem Wohnzimmer hocken und reflektieren darüber nach, oh, was habe ich für Fehler und vielleicht habe ich wirklich einen Makel, ich habe es bloß noch nicht erkannt, weil ich es ja verdrängt habe, ja, dann siehst du die nirgends, weil die nicht rausgehen und tun was. Verstehst du? Das Konzept ist A, schon mal das Ruhighalten. Ja? Und B ist es auch, dass in dem Fall diese Leute auch, ja, wie soll man sagen, demontiert werden, also auf längere Sicht das Selbstwertgefühl genommen wird, weil, da können wir vielleicht auch dann nochmal drauf zur Sprache kommen, C.G. Jung geht ja auch von den positiven Schatten oft aus. Ja, diese Dunkelliga, nenne ich sie ja immer, die sagen ja immer, oh, du hast, oh, da gibt es ganz böse Dinge und wenn du im Außen angetriggert wirst, weil du reagierst auf jemand, der eben narzisstisch zum Beispiel ist oder der irgendwas tut, ja, dann spricht da irgendwas in dir an. Ja, das ist dein Fehler. Es ist so ähnlich wie, schau, wenn du den Kohlenmann da draußen siehst, ja, dann sind es deine eigenen Kohlen im Keller, die da reagieren, weil sonst hättest du doch keine Resonanz mit ihm. Verstehst du? Und damit will man den Leuten quasi sagen, dass sie einen Makel haben, dass sie einen Defekt haben, dass hier Negativschatten unterwegs sind. Die reden, die meisten zumindest reden nicht davon, dass diese Schatten oft Bodenschätze sind. Weil es wird ja oft auch das weggedrängt oder oder wir leben Teile ja von uns nicht, weil sie uns von anderen verdrängt wurden. Sie wurden uns genommen, ja? Nicht wir haben sie verdrängt. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wenn du als Kind immer gesagt kriegst, halt die Klappe oder misch dich nicht rein oder nimm keinen Raum oder du darfst keine Bedürfnisse haben, dann hat ja so ein Kind nie gelernt, diesen Schattenbereich abzudecken. Verstehst du? Das ist eigentlich ein Positiv, also Schatten. Das sind Schatztruhen unterwegs, die noch nicht gehoben sind. Warum? Weil das in dieser Anfangsphase nicht erlaubt wurde. Und was die uns ja im Außen oft suggerieren, ist, dass wir im Keller lauter faule Kartoffeln haben, stinkiges Gemüse und endlich mal aufräumen müssten. Und das ist ja diese Umkehr, das ist eine Umdrehung. Und das hast du sehr häufig draußen, dass irgendwelche wissenschaftlichen Lehren hergenommen werden, dann werden sie noch ein bisschen gespickt mit ein bisschen Fachausdrücken, ja, Integrale, bla bla bla, aufgeblasene Begrifflichkeiten. Und schon sagen die Leute, oh, das hört sich sehr heilig an, sehr pathetisch, also da muss was dran sein, da muss ich dem folgen, ne? Oder das hinterfragen. Und dadurch kannst du Leute klein halten. Und da sind wir wieder bei dem, was du vorhin gesagt hast, weil das bete ich ja in jedem Video fast vor, wie im Kleinen so im Großen. Weil ich möchte es ja nicht explizit oft ausdrücken. Ich will nur die Leute darauf hinweisen, Mensch, bitte passt auf, macht einen Transfer, ja, nach oben in dem, was wirklich im Großen passiert. Und da brauchen wir uns ja auch nichts erzählen. Jetzt seit 80 Jahren haben wir ja diese große Scham- und Schuldmaschinerie. Wo ich sagen muss, dass gerade in unserem Land die Leute ge geduckt laufen. Die haben Ängste, die trauen sich keine Klappe mehr aufzumachen, die sagen, oh Gott, ich darf doch nicht stolz sein auf mein Land oder auf meine Staatsangehörigkeit, ja, alles andere ist größer, besser, schöner, aber doch nicht ich. Ja, ich habe jetzt, also wenn ich zu viel oder zu lang rede, unterbrichst du mich, ja?
Gut. Weil ich vorhin noch mal, kurz vor unserem Interview, habe ich mal so ein paar einschlägige Kumpels mir mal angeguckt, wie die mit Schattenarbeit, also wie die sich artikulieren. Ich möchte jetzt auch keine Namen nennen, ne? Es geht ja nicht darum, dass mal ein paar Leute jetzt von der Wäscheleine schießen, sondern einfach mal allgemein das Phänomen angucken. Und da hat jemand wortwörtlich behauptet, ja, pass mal auf, ich habe mir sogar aufnotiert, dass ich ja nichts falsch sage. Da hat jemand, der hat mit dieser Schattenarbeit gearbeitet und hat dann gesagt, also wir würden den Schatten ja verdrängen alle. Und alle Phänomene, die jetzt gerade im Außen ablaufen, das würde uns jetzt nur als ein dunkler Engel mit Flügeln quasi zeigen, wo wir böse sind. Gibt dir ein Beispiel. Dann hat derjenige behauptet, diese Black Lives Bla 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 Geschichte, ich Ah, muss jetzt okay. nicht genau artikulieren, weiß, das ist manchmal nicht so gut hier. Das wäre das Phänomen, weil ja viele hier rassistisch wären. Dann wäre dieses Phänomen ein Hinweis darauf, was wir für einen Schatten haben als Volk. Nächstes Argument, ja, wenn wir hier die Wellen der Einwanderer haben, um es mal so zu formulieren, ist es der Schatten, weil wir Kolonialismus betrieben hätten. Verstehst du? Das wäre das ist der Hinweis von außen, der uns zeigt, dass wir ja eigentlich Dreck an der Stange haben, ja? Kommt man damit oder versteht man es Ja, nicht selbst? mir gefriert gerade gefühlt innerliches, also ich gefriere gerade, mir gefriert gerade das Gesicht, weil das wirklich Themen sind, mit denen ich mich schon intensiver beschäftigt habe. Und da, eigentlich ist das unfassbar, was da gesagt wird, wenn man weiß. Oder auch dann wirklich, dann ging es auf die Zeit vor 80 Jahren, auch die benenne ich jetzt gerade nicht. Also all das, was jetzt passieren würde, das wäre quasi der Fingerzeig, die Antwort darauf, was damals passiert ist. Also wir bräuchten uns jetzt auch nicht wundern, was uns jetzt da blüht, so auf die Art größere Hinweis, dass wir doch vor unsere eigene K Tür zu kehren hätten, ja? Ui, okay. Und solche Sachen, also da könnte ich dir tonnenweise Sachen vorlesen aus Texten, aus Videos von Leuten, auch aus Zeitungsartikeln, ja, wo genau mit dieser Schattengeschichte den Leuten suggeriert wird, ihr seid schuldig, geht in die Knie, macht auf Aschenputtel und rühr dich bloß nicht von der Stelle. Und was bekämpfst du damit? Damit bekämpfst du weißt ja selber, Silke, in den Märchen sind die, die klein gehalten werden, die echten Prinzen und Prinzessinnen. Ein Aschenputtel ist später die echte Prinzessin, oder? Das Schneewittchen, das umgebracht werden sollte, oder warum, das war die schönere von den zweien, ja? Und so hast du ganz viele Konzepte in Märchen, wo du genau klar erkennst, dass die dunkle Liga quasi immer versucht, das, was wirklich hell ist, oder was über Kostbarkeiten verfügt, in die Knie zu zwängen. Vor allem, ich möchte gerne nochmal, weil du, das ist jetzt vielleicht nur ein Randthema und hat ja nicht wirklich was mit dem Thema direkt zu tun, aber weil du es angesprochen hast, dieser Kolonialismus, ne? Das ist, also ich habe ja Afrikanistik mal studiert und habe mich da auch aus privatem Interesse viel sp auch später damit beschäftigt. Und es gab auf der ganzen Welt Sklaverei, ja. Es gab nicht nur diese eine Strömung, überall in China, in der arabischen Welt, in Afrika, überall. Und die Europäer waren die ersten, die es beendet haben in den USA. Und da wurde, als in den USA schon gar keine Sklaven mehr gab, da wurden Europäer noch im arabischen Raum gehandelt. Ne? Das sind so Sachen, Ja, das ist das, was ich das ist lese. so typisch bei vielen Themen, dass der Fokus wird immer ganz eng gemacht und du kannst nur, dein Meinungskorridor wird ganz eng. Und der schlimmste Sklavenhandel soll ja der arabische Sklavenhandel sein. Da wurden so viele Menschen abgezogen aus dem afrikanischen Kontinent. Und ich sage auch immer, als damals der europäische Sklavenhandel war, die meisten Europäer, die wussten davon ja gar nichts. Da gab es kein Internet. Die meisten waren da vielleicht selber Leibeigene. Was soll ich mir da für einen Schuldstiefel anziehen? Ja, meine Vorfahren, die wussten davon vielleicht gar nichts. Sie haben da nie davon partizipiert. Man muss ja auch mal anschauen, wer hat denn das alles finanziert? Wem gehörten die ganzen Schiffe? Und was für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, ohne das mitzutun der damals afrikanischen Bevölkerung hätte das in dem Ausmaß gar nicht stattgefunden. Die haben ja selber die Leute, ihre eigenen Leute oder die befeindeten Ethnien, die befeindeten Stämme versklavt und dann, ich war ja dann diesen Sklavenhändlern zugeführt. Ich war ja selber in Ghana, da gab es verschiedene Forts am Meer und die wurden aus dem Inneren zugeführt. Und
Das sind so Dinge, die muss man einfach wissen. Ne? Also mir kann dann keiner mehr so kommen mit dieser Klatsche, Kolonismus und wir haben alle Schuld, weil ich es einfach. Na, da bist du ja Weil ich eher andere Expertin, Informationen. weil du vor Ja. Ort warst, ne? Und ich habe auch andere Informationen. Ich habe mich viel mehr damit beschäftigt. Das ist, aber es ist in vielen Themen, wird uns eigentlich genau das Gegenteil entweder berichtet oder der Fokus ganz eng gemacht und nur auf einen gewissen Aspekt geleuchtet. Ja. Also das hat ja auch immer einen Zweck. Das ist Propaganda, das ist Täuschung, Ablenkung. Aber Ja. es ist halt schwer erkennbar, weil ich Ja. meine, wir haben ja da mit einer schlauen Mannschaft da drüben zu tun. Ja. Dadurch, dass du es verbrämst mit irgendwelchen wissenschaftlichen Daten oder irgendwelchen historischen Bauteilen, die sie mit reinschleusen, wo du mal vielleicht abnickst und sagst, ja, wenn das stimmt, dann muss das andere ja wahrscheinlich auch stimmen, ja? Und dadurch verpacken die das wunderbar. Das ist ein Konglomerat, was du da angeboten kriegst und du frisst quasi das Toxische, um es mal ein bisschen böse zu formulieren, in diesem Päckchen Köder, den sie dir hinlegen, ja. Und das sehe ich eine massive Entwicklung gerade, also gerade in dieser, ich möchte nicht wieder mit dem Thema Spiritualität und Gurus anfangen, aber du hast hier massivste Entwicklungen, wo den Leuten was eingeflößt wird, inmitten dieser Spiri-Szene, die erstmal augenscheinlich lichtvoll daherkommt und die Leute sagen, oh, das ist doch wunderbar, das ist mal eine Alternative zu dem, was wir bisher alles hatten, ja. Ja. Meines Erachtens hochgefährlich. Gestern habe ich mich mit jemand auch per Zoom unterhalten, hat er mich gefragt, ja, wen findest du noch gut in der Szene, in der Aufklärerszene oder auf YouTube oder so? Da fallen mir zwei, drei, vier Namen ein, ja. Und ich habe wirklich krampfhaft überlegen müssen, weil vieles, wo man vorher ja auch, es wird ja auch so gehen, wo man gesagt hat, ey, das ist aber ein toller Mensch, ja, tolle Frau, toller Mann. Wo du jetzt schon kritischer siehst und sagst, oh, was ist denn jetzt in den letzten paar Jahren passiert, ne? Ja, definitiv. Also es geht mir auch so, aber ich denke auch immer so, also ich bin auch ein Mensch, ich merke auch immer, ja, dass ich mich immer so auch im Geiste so weiterentwickle. Also ich bin schon jemand, der, ich hinterfrage viele Dinge und nehme nicht einfach das so an, was uns hier so um die Ohren gehauen wird, schon seit vielen Jahren nicht. Und oder auf gewissen Aufklärungskanälen kann man da schon gewisse interessante Informationen finden, aber man entwickelt sich ja weiter und dann denkt man, da hat man das Gefühl, da dreht sich das nur noch im Kreis, man kommt nicht weiter und dann verlässt man den Kanal wieder und geht zum nächsten. Aber ich habe auch mittlerweile das Gefühl, dass ich die Wahrheit nur in mir finden kann, ja, eher so in der Abgeschiedenheit, in der Stille. Du sagst ja auch immer, verbindet euch nach oben, ja, der Schöpferkraft. Also eher auf dem Wege herauszufinden, was es war und was nicht. So, also so große Kanäle, das interessiert mich schon gar nicht mehr. Also wenn dann ganz kleine Kanäle, die eben nicht groß werden, für die, wo ich ganz großen Mehrwert manchmal für mich finde. Aber ich versuch wirklich auch mich anzubinden und viel Das selbst zu Interessante erstreuen. ist ja, weil du sagst nach oben, ne? Sage ich ja auch oft, diesen Dialog nach oben, diese Führung oder dieses Zugeständnis, dass es was Höheres, Weiseres gibt, was uns führen kann. Wenn du von oben Sonne auf jemanden strahlst, hast du plötzlich auch keinen Schatten mehr. Schatten kriegst du immer nur dann, wenn jemand aus einer tieferen Ebene dich anstrahlt, ja, wie eine Pseudosonne, ist aber keine Sonne, eine echte, ja. Und dann wirfst du einen langen Schatten. Kommt mir gerade so als Bild. Weißt du, was ich meine? Ja, die machen dir einen riesen Schatten, weil sie dich von der Seite anleuchten und tun dir das Dunkle drauf, ja? Wenn du im Licht stehst, in der Sonne, da kommt kein Schattenwurf oder Bewertung oder dass du schlecht bist oder dass du so und so viele Flecken auf deinem Kleid hast oder so, ja? Oder das Interessante ist ja auch, ich weiß nicht, ob du das weißt, weil viele denken immer, wenn du eine Kerze hinstellst, dann würde die Schatten werfen. Das Licht obendrauf, das wirft keinen Schatten. Es ist nur die Materie, die Kerze, die würde sich auf der Wand abbilden, aber das Licht selber hat keinen Schatten. Also die Menschen, also klar ist, keiner ist 100%, aber die sehr lichtvoll sind, die gehen nicht in Resonanz mit dieser Schattenarbeit. Weißt du, das ist doch das. Kannst dich erinnern, du hast doch vorhin gesagt, Susanne, ich gehe damit nicht in Resonanz. Ich kann das nicht fühlen, dass ich diesen Makel hätte oder dieses, ne, dass man, die wollen uns ja auch suggerieren, wir wären neidisch oder wenn die teure Autos hätten oder das habe ich auch gestern im Video gehört oder jemand sehr viel Geld hat, dann wir sollen doch mal endlich zugeben, dass wir neidisch sind oder dass wir das nicht erreichen. Also mich interessiert es die Bohne.
Wenn der Nachbar 10 Schlitten in der Garage hat, interessiert mich das die Bohne. Dann sage ich, oh, das tut mir aber leid, dass du viel putzen musst. Ja? Aber das ist nicht da. Diese Resonanz ist nicht da, ja, mit den Dingen, die sie uns beibringen wollen. Ne? Ich habe auch mal ein interessantes Video gesehen, auch einer, der auch mal meinte, er verhält sich halt ethisch und moralisch gut, nicht weil er Angst hat, bestraft zu werden. Ne? Heute gibt es auch viele Sanktionen, wenn man jemand, ne, so Diebstahl, Verbrechen, Raub oder sowas. Und er sagt, ich verhalte mich so, weil das mein tiefstes inneres Bedürfnis ist, Ja. gut zu sein. Ja. Und Orientierst dich ja aufs Helle hin. Das ja, ist wie ein Sog, wie ein. das ist so ein inneres Bedürfnis, in Harmonie zu sein mit sich selbst, aber auch mit seinem Umfeld. Und da käme man gar nicht auf die Idee, böse oder toxisch zu jemandem zu sein. Ne? Es ist nochmal, das hatte ich dir, glaube ich, auch als Sprachnachricht geschickt, das ist nochmal anders, wenn man bedroht wird, Leib und Leben, Familie, dass man da aus sich rausgehen kann und dann vielleicht auch gewisse Aggressionen zeigt oder vielleicht Dinge macht, die man so normal nicht machen würde, ist natürlich was anderes. Jeder würde ja als Mutter auch Leib und Leben und Kinder verteidigen. So, Ja, ne? aber Aber ist es negativ? Das nee, gehört ja eigentlich zu nicht. dem Es ist Arsenal dazu, in der der Natur. Möglichkeiten. In der Natur ist es auch so. Geh mal bei einer Wildsau und mit Frischlingen geht da mal zu nah ran. Ich habe zum Beispiel erlebt, ist in den 80er Jahren auf einem kleinen Bauernhof, da ist eine Gans an mir vorbeigelaufen mit 10 kleinen Küken und ich so, ach süß, heb das letzte auf und die ist mich angegangen. Also ich konnte dann nicht mehr über den Hof gehen. Ja, die hat die ganze Zeit, während ich noch dort war, ist die mich angegangen, von Weitem schon. Also eigentlich ist es was Positives, aber ich meine, so in meinem normalen Leben, da bin ich sehr harmoniebedürftig. Ne? Habe auch lernen dürfen, meine Bedürfnisse nicht immer hinten anzustellen. Das ist ja auch manchmal eine Gefahr von Menschen, die sehr harmoniebedürftig sind. Aber da einen guten Kompromiss zu finden, ne? In Harmonie zu sein, mit sich selber auch. Nicht nur mit seinem Umfeld, sondern mit sich selbst auch. Und ich konnte das total fühlen, was der Mann da in dem Video gesagt hat, dass man so ein tiefstes inneres Bedürfnis hat, sich einfach gut zu verhalten. Also nicht toxisch, nicht giftig. Nicht böse, dass man ja das so vom Wesen einfach schon in sich vereint. So. Und dass man dann irgendwann, wenn man dann sowas liest, dann denkt man, hä, das resoniert nicht. Und es gibt viele Menschen, die so sind wie wir. Ja, aber denen wird es um die Ohren gehauen. Arbeitet an euch, ihr habt Böses in euch. Nur dann kann es gut werden im Außen. Ja, aber wie gesagt, Silke, da wird verhindert, dass du in deinen Keller gehst und Schatztruhen bei dir öffnest. Weißt du? Weil wenn du 10-mal suggeriert kriegst, du hast einen stinkigen Keller mit diesen Schimmelkartoffeln, und die machen dir das Licht aus, dass du gar nicht siehst, was da unten ist, dann sagst du, ja, da gehe ich halt nicht rein, weil da ist ja dunkel, ist ja alles negativ. Und dadurch, deswegen sage ich Licht aus, wenn du Licht anmachst, ja, wenn du klar mal guckst, was ist denn mein Schatten? Vielleicht ist das was Positives, was von außen unterdrückt wurde lange Zeit. Dann kann ich aus dem Schatten was Wunderbares generieren, ne? Wenn ich eine Aggression wieder fühlen kann an der rechten Stelle, dann kann ich auch plötzlich Grenzen ziehen, weil ich für mich eintrete und sage, ja, du pass mal auf, jetzt langt's aber, du guter Onkel da draußen, da bleibst jetzt mal stehen. Lass dich nicht mit dreckigen Schuhen in mein Wohnzimmer oder dass du mir die Kaffeetassen um die Ohren schmeißt. Na, das war Das auch bei kann mir. ich nur, wenn ich auch eine gesunde Wut habe und sage, der macht was, was falsch ist. Und das ist ja genau der Punkt. Sie wollen uns ja einsuggerieren, dass wenn wir rübergucken und bemängeln was, unser eigener Schatten ist, dass wir darauf reagieren, weil wir neidisch sind oder böse oder die Lüge oder irgendwas nicht in uns anerkennen. Ganz im Gegenteil. Weil also ich behaupte es mal für mich, für dich, ich kenne dich ja auch inzwischen gut, glaube ich es auch. Wir gucken rüber, wir machen einen Scan, wir können relativ gut, wie ein grafisches Muster, können wir erkennen, da ist was ethisch oder da ist was nicht ethisch. Da ist jemand authentisch, da ist jemand nicht authentisch. Da ist jemand in der List, in der Täuschung oder er ist in der Wahrhaftigkeit. Und das können bewusste, empathische, hochsensitive Menschen, können das meistens relativ gut abscannen. Nicht alle, aber viele. Und es wird immer klarer für viele. Ja? Und deswegen werden wir nicht angetriggert, weil wir sagen, oh, weil wir haben das ja auch in uns. Wir erkennen den faulen Apfel da drüben, weil wir das ja bei uns drin haben. Es ist schon absurd, ne? Es Ja, paradox aber du siehst, das eigentlich. ist ja wirksam. Es ist eine Ja. wahnsinnig tolle Methode, was mich ein bisschen desillusioniert ist. Ich habe immer gedacht, ja, die Leute kapieren, sie sind halt ein bisschen zeitverzögert, jeder braucht so seinen Rhythmus, bis er das endlich versteht und kapiert.
Aber es schält sich ja eher voneinander weg. Es sind Häufchen, die das sehen, die das erkennen. Und andere, da habe ich so das Gefühl, also ich glaube, da wird nie was passieren, dass sie das wahrnehmen. Ich habe auch letztens irgendwann mal gelesen, wir müssen einfach mal einsehen, hat irgendjemand geschrieben, dass wir nicht alle retten können. Das ist nicht unsere Aufgabe, alle zu retten. Es Können ist wir uns. halt, gestern habe ich in einem Vortrag das auch gesagt. Also, wovor ich mich am meisten fürchte, ist, wenn das wirklich deine Theorie stimmt, wir können nicht alle retten. Und da gehen manche über Bord jetzt, auf welche Art auch immer, dass das natürlich sehr viel Schmerz bedeutet, weil man hat viel Mitgefühl auch trotzdem, ja. Und wenn ich mir vorstelle, ich kriege das jetzt vielleicht mit, wie in meinem nahen familiären Umfeld oder auch Leute, die du kennst, die da irgendwie untergehen auf eine Art psychisch, physisch, wie auch immer, ja. Das wird, glaube ich, noch harter Tobak. Ja. Da fürchte ich mich ein bisschen vor. Ja. Das könnte Ja. mich sehr Auf der anderen Seite gibt es helfen. viele, die, ja, also, wo es einem das Herz erfreut. Gestern war ich da wirklich auch mal unter Menschen. Da waren so viel Gleichgesinnte und so viel, jeder da Experte auf seinem Gebiet und du merkst, dass alle irgendwo auch im Aufbruch sind. Ja, da war keiner jetzt richtig, wo du sagst, der war jetzt Depri oder der hatte totale Ängste, weil diese empathischen Menschen oder diese feinfühlenden Menschen, die generieren aus wenig auch noch Glück, verstehst du? Die freuen sich an kleinen Sachen, die freuen sich, wenn sie ihre Kartoffeln anbauen über den Sommer und haben so und so viel Kilos generiert. Na, weißt du? Also ich bin nach wie vor zuversichtlich. Ich kann dir jetzt keine Beweise liefern und ich kann auch den Leuten auch in der Community nicht sagen, ja, gibt's dir die Beweise und es wird alles gut. Aber es ist so ein Grundgefühl, dass alles gut wird. Aber dass wir uns eben von vielen verabschieden werden, wo wir jetzt vielleicht noch glauben, das ist unser Umfeld oder die werden sich alle jetzt da in die nächsten Jahre rüber bewegen, glaube ich nicht mehr inzwischen. Ja, Weiß nicht, stimmt. wie es dir geht, oder? Wie siehst du das? Du hast es auch schon in Videos thematisiert. Ich schätze auch, dass viele, es ist ja nicht nur das C-Thematik und der Pieks, der damit verbunden ist, der vielleicht dazu führen kann, dass wir uns von manchen verabschieden müssen. Vielleicht auch gewisse Dinge, die auf einmal nach oben kommen, die manche gar nicht begreifen können geistig. Wenn auf einmal die Matrix einen großen Riss kriegt und Dinge ersichtlich werden, werden ja jetzt schon, werden ja eigentlich schon seit, also eigentlich seit 2 Jahren, sieht man eigentlich seit 2,5 Jahren, sind immer mehr so diese Strukturen erkennbar, ne? So, für die Menschen, die da genauer hinschauen, schon. Und das ist auch immer so eine Sache, gerade wenn du auch sagst, ja, wenn wir irgendwas ansprechen, dann sind wir nur neidisch. Aber ich wollte nur sagen, es gibt halt viele Missstände hier und auch weltweit. Und ich finde, man sollte das auch ansprechen dürfen. Das hat ja nichts mit Neid oder Missgunst zu tun, wenn ich sage, ja, das und das läuft schief. Da und da gibt es zweierlei Maßstäbe, wie Menschen behandelt werden, ja, wie Gelder verschleudert werden, wie jetzt auch vielleicht auch gerade Deutschland gegen die Wand gefahren wird, wie manche das ganz drastisch sagen, aber mit Absicht. So, und dass es eben ein Plan ist, der schon lange, das, was jetzt alles gerade passiert, das passiert nicht aus Zufall, das ist nicht erst vorgestern geplant worden, das gibt eine Agenda. Und das ist, da weiß man nicht, wo es hingeht, aber ich bin trotzdem zuversichtlich, weil es gibt ja noch die lichten Kräfte. Ja, ich glaube nicht, dass es nur die destruktiven Kräfte gibt, die hier alles so planen, wie sie Sagen wir mal aktuell so, wenn es sehen. den lieben Gott gibt, na, glaube ich, dass der gerade eine kontrollierte Sprengung vornimmt. Muss. Ich glaube, manche Menschen würden es uns nicht verstehen. Es muss auch mal wehtun. Es muss auch mal Ja, heftig das werden. alte. Gibt's da nicht auch so einen Spruch, dass so gute Zeiten bringen schwache Menschen hervor und harte und schwere Zeiten wieder starke Menschen? Naja, ist ja physikalisch nachvollziehbar, wenn du trainiert wirst, du musst arbeiten, du musst kämpfen, du musst über Hürden springen, weil du Steine im Weg hast, wirst du sicherlich eine andere Wadenmuskulatur haben als jemand, der da pfeifend seinen Weg geht, ja? Vielleicht ist es jetzt auch wieder so eine Zeit, weil wir wieder starke Menschen brauchen. Also glaube ich schon. Also die Menschen erstarken. Und das ist ja auch so ein bisschen die Intention meiner Videos, weil viele immer sagen, oh Gott, machst du dir einen Haufen Arbeit und jede Woche neu, ganz aktuell und so. Da sage ich ja, weil ich habe
Ich kann jetzt zwar keine Kartoffeln anbauen, bin keine Expertin für Technik oder sowas, aber das, was ich kann, versuche ich mit reinzugeben in die Bewegung, dass ich vielleicht auch Menschen erreiche, die dann wieder andere Menschen bewegen können, ne? Und da will ich auch kein Geld dran verdienen. Oder ich habe ja bis heute noch keine Werbung draufgestellt auf irgendein Ding, weil ich sage, es soll so vielen Leuten wie möglich zugänglich sein, auch die, die eben keine Kohle haben für, weißt du, Psychobegleitungen oder für Sitzungen oder so. Nicht jeder hat ja momentan das gerade ganz dicke, ne? Und wenn jemand sich die Mühe macht und sagt, okay, ich investiere vielleicht einmal ein bisschen Zeit, weil ich habe jetzt inzwischen 300, über, ich glaube, 300 Videos, sowas, dann kann ich mich selber, weil da sind viel Übungen drin oder praktische Dinge, ja, dann kann ich selber mich da aus dem Sumpf auch wieder ein bisschen rausziehen. Behaupte ich mal. Ich will mich jetzt nicht loben, aber ich glaube, dass ich ein guter Schaffer bin und gute praktische Dinge auch oft vorlege. Na, du hast ja auch Ne? dein Videos sind immer stark frequentiert mit Kommentaren und auch auf Telegram deine Ja, ist Einträge. Und irre. dann merkt man ja schon, was du für ein Lichtblick bist, für ein Leuchtturm, wie sehr du den Menschen hilfst und wie sehr Menschen aus deinen Beiträgen Kraft schöpfen. Ja, aber du siehst auch, dass die Menschen, da ist ja Engagement da, wo mir die Seele auch aufgeht, wo wenn ich da manchmal 300 bis 600 Kommentare drunter habe, dass ich sage, oh, guck mal, die helfen sich gerade gegenseitig, die reden miteinander, da passiert was, ohne dass ich dabei sein muss, ne? Dieses Vernetzen wieder die, aber im Online ist auch schön, aber am besten in der heutigen Zeit auch in echt, ne? Dass man sich vor Ort mit Gleichgesinnten vor Ort vernetzt und dann einfach füreinander da ist, ne? Man weiß, was da noch für Ja, Möglichkeiten das wird sind. sich die nächsten Wochen, Monate sicherlich erweisen dann, was dran ist. Wir müssen immer auf Sichtkontakt fahren, sage ich. Naja. Improvisieren. Also keine Angst haben, immer wenn gucken, was ist denn jetzt so die Woche angesagt, wo muss ich vielleicht eine Korrektur vollziehen, ja? Also dann kriegt man das auch hin. Ja, es sind auf alle Fälle spannende Zeiten, herausfordernde Zeiten, auch kräftigende Ja. Zeiten. Man darf, weil manche das immer so sehen, ja, so als Herausforderung und wir dürfen dabei sein. Das, manchmal wird das ein bisschen so hochgejubelt, aber Ja, es sind trotzdem ja. auch herausfordernde, kräftezehrende Zeiten, die einen wirklich sehr auf die Probe stellen. Mit seinem inneren Frieden, innerer Balance, dass man seine, mit seinen Kräften haushaltet, dass man genau schaut, was tut mir gut, was nicht. Welche Menschen tun mir gut, was nicht. Dass man sich genau. Ja, auch auf seine Bedürfnisse, also mit sich selbst auch beschäftigt, was kann man stemmen und was nicht? Von was muss sollte man sich lösen, von was nicht? Wem sollte man sich zuwenden, wem nicht, ne? Wem sollte man dienen, wem nicht? Das sind so Zeiten, ja, die das nochmal hervorbringen, in einer ganz kraftvollen Weise. Haben halt viel mit, Silke, die haben viel mit Abschied auch zu tun teilweise, ne? Nicht irgendwas, was wir uns freiwillig rausgesucht hätten. Da War das? schubst jemand kräftig nach. War das nicht im Frühjahr 2020, wo unsere ehemalige Bundeskanzlerin gesagt hat, es wird nie wieder so, wie es mal war? Das war ja auch schon sehr hinweisend darauf, was so und das, und damit war nicht nur das C-Thema gemeint, merkt man ja jetzt, ne? Es Ja, wird wir selbst verändern uns ja auch gerade. Also ich hätte, wie gesagt, ich hätte vieles nicht freiwillig übernommen die letzten paar Jahre, was da passiert ist, aber ich merke, dass ich mich komplett nochmal weiterentwickelt habe. Was wie es dir geht. Also, Ja, total auch wo auf man alle sagt, Fälle. das ist ja irre, jetzt da auf die alten Semester legst du da nochmal die 7-Meilen-Stiefel an, ja. Genau, also ich kann das nur bestätigen, großer Transformationsprozess. Und ich finde auch in der heutigen Zeit klar, ist Aufklärung wichtig, ne? Es gibt ja viele Aufklärungskanäle. Vielleicht verhaspeln sich manche zu sehr mit diesem C-Thema oder mit diesen Putin und Trump, wo ich ja da auch. Das ist nicht mehr meine Thematik, aber ich finde, in der heutigen Zeit ist es auch wichtig zu gucken, wo lenke ich meine Energie hin, meinen Fokus? Wo gebe ich meine Energie rein? Ob das jetzt Dorfprojekte sind, gemeinsame Strukturen. Manche wollen auch auswandern, hört man immer wieder. Ne? Da gibt es verschiedenste Gründe, warum jemand sein Heimatland verlassen möchte. Will ich jetzt auch gar nicht so bewerten, aber es gibt auch hier viel zu tun. Und es gibt auch hier viel Ja, ich Schönes. kenne jetzt auch viele, die sagen, sie haben wieder Heimweh, sie wollen Ja. einfach wieder nach Haus. Haben jetzt mir allein gestern wieder zwei geschrieben, ja. Naja, wir sehen mal, Silke. Wir halten unseren Bobbes über Wasser, ja. Schauen, dass wir schön vor uns hinschwimmen. Ne? Regelmäßige Bahnen ziehen, ne? Genau. Ja, liebe Susanne, ich danke dir für den Austausch über dieses
wie ich finde, wichtige Thema. Danke ich dir sehr. Und ja, das wird wahrscheinlich auf alle Fälle noch weitere Videos mit uns geben. Ich hatte dir ja heute schon Ja, ne, im Gespräch. gibt es ja Themen genug, ne? Genau, es gibt noch ein Thema, was ich gerne mit dir besprechen möchte, was bei dir auch immer mal so aufflammt, habe ich dir ja schon im Vorgespräch gesagt. Also vielleicht dann eher nächstes Jahr. Na, jetzt haben wir ja schon Mitte November. Aber freue ich mich immer sehr, mit dir hier in Austausch zu treten, auch mal für die Öffentlichkeit, nicht nur privat. Und ja, danke ich dir für die Zeit, die du dir genommen hast. Und ja, an die Zuschauer Ja. gern eure, ja, Gedanken, Meinungen. Wie seht ihr das, was wir jetzt hier erörtert haben? Was ist eure Sicht der Dinge? Was sind eure Herausforderungen? Oder ja, gern ein reger Gedankenaustausch unter diesem Video. Da freuen wir uns. Ja, und euch eine kraftvolle Zeit. Ja, viel Mut, viel Kraft in diesen herausfordernden Zeiten, viel tiefen inneren Frieden. Und ja, bis bald.